Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo zurück von eurem Herringway. Ja, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das nachher schneide. Ist im Endeffekt auch Latte. Ist ein bisschen Zeit vergangen, muss ich dazu sagen, weil ich habe das nicht so hundertprozentig sofort gecheckt, muss ich dazu sagen, wie das hier mit den Zahnrädern funktioniert. Hab dann auch nochmal im Internet geguckt, um mich zu vergewissern, dass ich auch wirklich nicht verarscht wurde sozusagen von euch. Nein, ich wurde nicht verarscht. Ich war nur ein bisschen ungeduldig, beziehungsweise hab nicht richtig hingehört. Man muss wirklich genau bei den Zahnrädern drauf achten. Wenn man... Ich will es jetzt eigentlich nicht falsch machen. Nee, Moment. Wir gehen jetzt zuerst rein und danach nicht, dass die Tür gleich wieder zu ist. Ich weiß ja nicht genau. Oh, ein Bonusraum. Stahlhelm, Goldpanzer, Sternprügel. Coole Sache. So. Stahlhelm, Goldpanzer, Sternprügel. Mal gucken. Wow, jetzt hatte ich kurz die Angst, dass ich das Spiel aufhängt. Nein. Ach ja, übrigens, ich habe mittlerweile tausende dieser Medusenköpfe anscheinend geschlachtet. Und dementsprechend habe ich jetzt ein Schild von denen bekommen. Ein Medusenschild. Schild mit Gorgonenköpfen. Der ist ein bisschen schwächer als mein Heroldschild, von der Verteidigung her. Das Witzige bei dem Medusenschild ist aber, wenn Feinde in ihn reinlaufen, dann macht das bei den Feinden Schaden. Ja, und dementsprechend ist mein Angriffswert auf meinem zweiten Slot jetzt auch auf 36 angewachsen und ich finde das relativ praktisch. Ja, denke ich mir jetzt einfach mal. Und keine Ahnung. Eventuell ist das special, eventuell auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, okay, tausche mal wieder so aus. Und ich meine, er ist ja nicht so viel schwächer als mein Heroldschild von der Verteidigung her. Von daher wird er schon einigermaßen okay sein. Nee, was haben wir jetzt alles bekommen? Sternprügel. Mit gestachelten Kugeln. Verteidigung geht ein bisschen hoch, Angriff geht ein bisschen runter. Ist mir zu doof, glaube ich. Oder probieren wir es einfach mal aus? Ich weiß es nicht. Ach, schon wieder so eine Waffe, die einen hässlichen Ton hat. Bap, bap, bap. Naja, komm. Ist okay, mein Jagdschwert gefällt mir. So, was gab's jetzt noch? Den Stahlhelm gab's. Ah, der macht meine Verteidigung hoch, aber mein Int-Wert geht runter. Um 3. Standard-Abenteurer-Helm. Klingt mir zu Standard. So, was war es noch? Goldpanzer, Goldbrustpanzer. Klar, dass der schwächer ist. Logisch. Nö, das war's, ne? Ja, das war's. Das war's? Doch klar, Stahlhelm, Goldpanzer und Sternprügel. So, ja, das ist schön, das ist toll, dass wir das bekommen haben. Das hier war nur ein weiterer, mehr oder weniger sinnfreier Bonusraum. Aber wo es relativ schwer ist, dran zu kommen. Weil, wie gesagt, es war schwierig. Ich habe den Unterschied nicht so wirklich rausgehört. Man muss genau zuhören bei dem, was man hier macht und tut und bei dem, was man nicht tut. Also, das ist das normale Geräusch, das kommt, wenn diese Zahnräder eben angetickert werden. So. Jetzt hoffe ich nur, dass es irgendwann nochmal kommt. Moment, ich muss selber noch ein bisschen zuhören wieder. Naja, das klingt alles sehr normal. Und irgendwann muss es halt mal ein... Ja, mehr so ein Knacken oder so sein. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Kriege ich es jetzt überhaupt noch hin? Ja, so theoretisch... Ah. Genau, weil das ist nämlich das Problem. Wenn man zu oft auf die Dinger draufhaut, dann macht man den ganzen Mechanismus schon wieder zunichte. Und dann geht die Tür hier unten auch wieder zu. Deswegen habe ich es dann zum Schluss so gemacht, dass ich dann erstmal die drei normalen Zahnräder, in Anführungszeichen, untersucht habe, beziehungsweise dort versucht habe, dieses Klicken herbeizubeschwören. Und dann zum Schluss habe ich dieses Zahnrad hier gemacht, weil ich musste ja sowieso immer dann ins Wasser gehen, weil anders, ich habe ja keine Fernangriffswaffe oder so, mit der ich das Zahnrad hätte aktivieren können. Dementsprechend bin ich dann nämlich hier ins Wasser gegangen, habe einmal draufgeschlagen, habe unten geguckt, habe nochmal draufgeschlagen, habe unten geguckt und so weiter und so fort. Zumal dadurch, dass ich ja immer in das Wasser hüpfe, hört man das bei dem Zahnrad hier erstaunlich schlecht oder noch schlechter als bei den anderen Zahnrädern. Ob es jetzt nur ein Klicken war oder ob es ein normaler Schlag war. Also es war ein bisschen Fummelarbeit, ja. Und naja, gut, egal. So, dann haben wir das jetzt jedenfalls aber auch abgehandelt. Ein weiterer Bonusraum damit, der erkundet wurde. Und ja, jetzt ist die große Frage irgendwie... Wo mache ich jetzt weiter? Wie gesagt, eigentlich der
Ich habe noch beileibe nicht alles in diesem Schloss abgehandelt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich die Fähigkeit finde, mit der ich unter Wasser atmen kann. Ich weiß nicht, was ich mit dem Raum oben links machen soll. Und ansonsten gibt es sicherlich auch noch den einen oder anderen, es gibt noch den einen oder anderen Bonusraum, keine Ahnung, in dem ich bisher noch nicht drin war, aber das soll mir jetzt für den Moment quasi fast Latte sein, weil da komme ich jetzt von alleine nicht drauf. Nein, also da muss ich in irgendwelche Guides gucken oder muss ich weiter auf Tipps von eurer Seite aus warten oder so, aber von alleine, ne, never, nie im Leben. Also, beziehungsweise, vielleicht ja, aber das hätte zu sehr jetzt mit Fummelarbeit zu tun. Und dann, darauf habe ich offen gesagt, jetzt auch nicht so sonderlich viel Lust, wenn ich erstmal wieder noch 2 Stunden im Schloss herumirren muss oder so, um irgendwelche Dinge auszulösen auf magische Art und Weise, wie zum Beispiel diesen ominösen Talisman, den wir ja im Albtraum bekommen hatten und so weiter und so fort. Also in dieser komischen Albtraumpassage. Also, weil das hört sich schon sehr auch specialmäßig an, so wie diese Erklärung von diesem Gegenstand einfach war. Und aber was soll's, da habe ich jetzt nicht so viel Lust und Nerven zu. So viel Lust drauf und Nerven zu, nein. Komori wird jetzt wahrscheinlich schreien und sagen, nein, du darfst noch nicht und hast du nicht und guck doch nochmal da und da und dort und überall, aber ich kann nicht mehr, nein. Ich muss jetzt irgendetwas mehr oder weniger Normales für meine Augen sehen, sprich irgendetwas Endboss-mäßiges, damit ich nicht gänzlich die Krise bekomme. Und dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal in Draculas Gemächer und hoffen, dass es dort überhaupt weitergeht. Am Ende ist dort gar nichts. Am Ende liegen da nur wieder 2, 3 Gegenstände rum oder so und es wird gesagt, ja, Richter Belmont ist woanders, also verpiss dich. Also ja, das befürchte ich ja fast, aber gut. Wir dürfen auf das Beste hoffen. Nein, Moment, bevor wir das machen, gucken wir noch einmal ganz kurz. Ich habe ja jetzt eben gerade gespeichert, deswegen nicht so schlimm. Wir gucken noch mal ganz kurz bei meinem Spielstand. Hier, Castle Keep. Ich bin bei 92,7%. Also fehlt echt noch. Naja. Wenn es insgesamt 200,6% sein soll, müsste man ja davon ausgehen, dass mir für den ersten Durchgang 100,3% bräuchte für den ersten Durchgang und dass mir dementsprechend noch, naja, 7,5%, ein bisschen mehr als 7,5% fehlen. 7,6%, ja. So, nennen wir das Kind beim Namen. Kann jetzt alles möglich sein. Vor allem vermutlich diese ganzen Wasserabschnitte, in die ich mich jetzt nicht so hereintraue. Ich könnte es machen, indem ich ein bisschen ins Wasser reingehe, ein paar Dinge aufdecke, dann wieder zurückgehe, mich heile und so weiter und so fort und dann solche Geschichten. Aber warum? Also ich bitte euch, nee, das macht für mich jetzt wirklich keinen Sinn. So, deswegen, ich will jetzt einfach ein bisschen Aufbruchstimmung suggerieren, indem ich jetzt einfach hier hochlatsche und mich hoffentlich mit Dracula oder Richter Belmont oder wem auch immer duelliere. Mein Gott, das ist mir doch mittlerweile auch egal. Oh, Hardmax ab. Interessant. Ja, gut. Nochmal ein Prozentpunkt mehr oder so. Was weiß denn ich? I've been waiting for you. So it is you. But why is a Belmont planning the resurrection of Count Dracula? Count Dracula rises but once every century. And my role is over. If I can resurrect him, then the battle will last for eternity. Ach so, er sucht die Herausforderung quasi, oder wie, oder was, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das verstehe ich, au, nicht so hundertprozentig. Au, wow, okay, krasse Scheiße. So, nja, du willst also Herausforderungen, du willst gegen einen Vampir kämpfen, das kannst du haben. Kannst du mal aufhören hier? Das ist so, ich kann auch Spezialattacken und sowas machen. Hier, zack, zack, zack. Ach so, Gott. Warum habe ich den Scheiß jetzt eingesammelt, wenn der sowieso heilig ist? Magnificent. But now feel my unbridled wrath. Was, wie, wo? Er verwandelt sich. Er verwandelt sich in... Boah. Er macht einen Säureregen oder irgendwas in der Art. Was ist denn? Der spielt mit gezinkten Karten. Hallo, was? Was zum Teufel? Was denn? Hallo, Hadabu. Hudebu, da. Moment. Das läuft gerade mega scheiße. Eigentlich. Ja, danke. Okay. Interessant. Na gut, ich habe ihm relativ viel Schaden gemacht und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er wirklich nur 2 Phasen hat oder so.
Ist die Frage, inwieweit ich diverse Dinge eventuell mit dem Medusenschild abwehren kann. Ansonsten weiß ich halt nicht. Komisch. In jedem Fall behalte ich jetzt mal meinen Dolch im zweiten Versuch, weil wir haben ja gesehen, dass diese heilige Waffe ziemlich nutzlos gegen ihn ist. Hardmax ab. Aber so richtig. Nee. Wenn man Richter Belmont im zweiten Durchgang steuern soll, also irgendwas kann doch nicht richtig böse sein. I've been waiting for you. Kann ich das jetzt skippen? Ja, kann ich. Gut. Wusch, 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 wusch. Ich bin mächtig, ich bin toll. Ja, ich bin. Oh. Ist super, ist klasse, du bist ein Held. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Geh einfach weg, ey. Boah, Mann, das nervt zum Glück kein bisschen mit deinen dämlichen Spezialfertigkeiten und so. Jetzt weiß ich, wie die normalen Gegner sich fühlen. Hallo? Der schmeißt mit Äxten. Der hat Weihwasser. Voll unfair. Krasse Scheiße. Und so weiter und so fort. But now feel my unbridled wrath. Ja, bist ein Toller. So, Moment. Das ist so mies. Weil gegen diesen Säureregen, da kann man sich doch gar nicht wehren, oder? Was soll ich denn da machen? Hallo? Juhu? Nein, 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 ducken. Pff, ja, toll, dann rast er gleich in mich rein. Es ist so herrlich. Was ist denn das? So, hier, zack, zack, zack. Boing, boing, boing. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, wo der das Zauberbuch gemacht hat. Ach, es ist doch... Nein. Was ist denn das jetzt? Kein Endgegner war bisher so krass. Was soll denn diese Scheiße? So, Moment. Okay. Ich beruhige mich. Ich beruhige mich. Ich habe heute einen schlechten Tag, finde ich. Ja, ich habe heute einen ganz schlechten Tag. So. Aber ich will den jetzt trotzdem schaffen. Das gibt's doch nicht. Kann man sich irgendwie gegen diesen... Ich kann mich in Nebel verwandeln oder irgendwie sowas. Ich meine, wofür habe ich diese ganzen Nebenfähigkeiten so eingesammelt? Fledermaus ist zu langsam. Okay, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich doch zum Beispiel... dann in solchen Situationen einfach in Nebel verwandeln und mich ein bisschen verdünnisieren. Das ist doch kein Problem. So, halt, nein, Moment. Ich will lieber meinen Dolch behalten. Hab ihn zwar, glaube ich, kein einziges Mal damit getroffen oder so, aber auch egal. Hardmax up. So, zack, hier, Herzchen und so weiter und so fort. Hier, ja, ja. Bin glücklich und zufrieden. Zack, zack, zack. Bisschen Abstand halten. Nee, ich kann ihn gar nicht so angreifen. Aha, ist also scheißegal, was ich hier eigentlich mitnehme in den Kampf. Boah. Nein. Moment, ich muss ihn so kriegen. So ein bisschen über ihn drüber springen, zack. Dann zumindest die Sprungskills habe ich ja. Und dann kann er mich auch nicht... Ah, dann kann er mich nämlich auch von vorne nicht... Boah, ja, genau, dann mit solchen Sachen behaken. Dann komme ich nämlich nicht mehr raus aus der Ecke. So, zack und zack. Ja. Ja, ja, ist okay. Ja, freu dich. So, okay, Nebel. Nebel des Grauens. Ich bin unbesiegbar so. Dup, dup, dup. So, zurückverwandeln. Und von hinten. Ja. Eigentlich von hinten? Ja, von hinten. So, zack. Und dann nochmal drüber sprengen. Und wieder von hinten. Ja, genau. So läuft das nämlich. Ja, so macht's nämlich auch Spaß. So, zack und zack. Und nochmal von hinten. Und zack. Und so nicht anders. Yes! It's over, Belmont. So, the war between humans and vampires finally ends here. What need for the shepherd when the wolves have all gone? My time on this world has come to an end. Ja, genau. Und jetzt? Mankind continues to fight, but it is a desperate fight to stay alive. I suppose that he chose a life of warfare, since that was the only way he knew. Like you, father, he chose a path of destruction. Farewell, land of my birth. Never again will these eyes gaze upon your beauty. Uh-huh. Castlevania Symphony of the Night. Komori hat mir gesagt, dass es nach dem ersten Durchgang nur ein Bad Ending geben würde. Also das war für mich alles, aber das war kein Bad Ending. Es war kurz, okay.
Und eigentlich wurde ziemlich wenig geklärt, beziehungsweise wo ist denn zum Beispiel diese Maria oder wie sie hieß, die ganze Zeit auch noch im Schloss herumgewankt ist, die eigentlich nach Richter Belmont gesucht hatte. Das wurde jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht aufgelöst zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es noch ein New Game Plus in dem Spiel geben würde, für mich wäre das Spiel jetzt abgehakt, muss ich so sagen. Wäre jetzt nicht, also okay, mir halt mit der Möglichkeit, jetzt nochmal in das Schloss reinzugehen und die restlichen Secrets und so weiter zu suchen, weil 100% habe ich ja noch nicht. Aber, ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt vielleicht doch wirklich ein bisschen wenig, aber so waren Spiele früher auch so ein bisschen. Also, und so habe ich eigentlich Castlevania Symphony of the Night die ganze Zeit für mich so ein bisschen interpretiert. Mehr so als, ja, als gute Neuauflage oder so eine Art Remake von den guten alten Castlevania-Teilen. Man hat sich so ein bisschen, ja, die besten Sachen so rausgenommen, da, irgendwie 2D-Schloss hingepappt und hier Spieler, erforsche es und so weiter und so fort. Und das hat ja im Endeffekt auch am meisten Spaß gemacht und, ja, so gesehen, es war okay. Jetzt bin ich nur gespannt, ob ich in der Hinsicht wenigstens alles richtig gemacht habe, dass ich jetzt auch wirklich mein New Game Plus bekomme. Oder ob die Leutchen jetzt sagen, nö, du hättest noch dies und das triggern müssen. Hat Maria nicht noch irgendwo was gesagt? Dass ich ihr Bescheid sagen sollte oder so? Wenn ich auf Richter Bellman treffe? Ich weiß es doch nicht mehr. Es ist so lange her. Da spielen wir dieses Spiel nur knapp, naja, 8 oder 9 Stunden, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Na gut, egal. Relativ viele Leute haben an diesem Spiel irgendwie mitgewirkt. Relativ schöne Musik läuft hier im Hintergrund. 1997, Konami, genau. Wäre für mich ein typisches, na gut, eigentlich eher. Na doch, nee, 1997 kommt so einigermaßen hin. Wäre für mich ein typisches 1997-Spiel. Ja, dann ist es abgehakt, mein Gott. Fertig. Spieler hat nichts mehr zum Erkunden, Feierabend, so, Game Over. Freudig oder freudig halt nicht. Ist halt so. Der Weg ist das Ziel. Ich meine, warum soll man. Wer hat das erfunden, dass man immer durch einen Abspann belohnt werden müsste? Ich bitte euch. Kommt doch auf das Spiel an. So. Ja? Lass mich raten, ich bekomme jetzt kein New Game Plus. Ich bekomme jetzt kein New Game Plus. Warum? Fragezeichen? Ey, leckt mich. Was zum Teufel müsste ich denn jetzt noch anders machen? Okay, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance, indem ich da jetzt nochmal reingehe, aber irgendwie, verstehe ich es nicht. Weil ich wirklich noch nicht alles hier vielleicht abgehandelt habe oder so. Man muss mit 100, ja, mit 100,6% da rein oder so, damit man, ja. Man muss mit 100,6% da rein, weil nur dann, was weiß ich, Richter Belmont. Pop, 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 do, 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 do. Zumindest weiß ich jetzt, wie man dich besiegen kann. Wie man dich besiegen kann. Und du bist eigentlich recht einfach, wenn man es erstmal weiß. Immer nur schön hinter dich springen und auf deinen kleinen Popo hauen. Magnificent! But now feel my unbridled wrath. Ich weiß nicht. Oder müsste ich hier im Kampf irgendwas triggern oder so? Ich weiß es nicht. Macht das Sinn? Eigentlich macht gar nichts Sinn. Wusch, 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 wusch. Nee. Er ist in jedem Fall immer noch gut. Und ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem Spiel. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich würde es gern selber herausfinden. Was muss ich denn jetzt noch machen? Irgendwas. Ich meine, hier im Kampf wird nichts ausgelöst oder irgendwie so.
Muss der Kampf eine Weile laufen oder irgendwas in der Art? Muss ich irgendwas ganz anderes hier drin angreifen oder so? Es wird absolut nichts erklärt oder gesagt oder getan oder. Nein, ja. Ja, nö, nö. Nein. Nein, nein, nein. Nö. Tot. Schon wieder. It's over, Belmont. It's over, Belmont. Und jetzt raus. Nein. Weil ich's falsch mache, oder? Mankind continues to fight, but it is a Ich desperate mach's fight to stay falsch. alive. Richter Belmont I darf suppose that diesen he was Kampf gar alive in nicht the verlieren. warfare, since that was the only Oder er way darf gar out. nicht sterben. Like you, Father, Irgendwas ist there was da. a path of Irgendwas destruction. muss ich anders machen, aber ich verstehe es offen Farewell, gesagt land nicht. of my birth. Never again will these eyes gaze upon your beauty. Deswegen vielleicht auch Bad Ending, weil er eben stirbt. Ja. Ich sehe da jetzt trotzdem nichts Schlimmes dran irgendwie, weil er ist ja in dem Moment einfach mein Feind. Also von daher. Aber gut, okay, ja, dann. Gut, dann weiß ich es auch nicht in dem Moment. Ich werde da jetzt irgendwie eine Nacht drüber schlafen oder so, keine Ahnung. Und dann euch beim nächsten Mal eine Lösung präsentieren, weiß ich nicht. Das war jetzt jedenfalls bis hierhin Castlevania Symphony of the Night. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ja, dann ist halt so. Ist halt so und kann ich für den Moment nicht ändern. Wir sehen uns dann ganz eventuell beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann irgendwie entweder von selber drauf gekommen bin oder ja, weiß ich nicht. Oder wir versuchen nochmal ein paar andere Sachen im Schloss zu finden oder so. Ich habe keinen Schimmer. Ich sag für den Moment dann aber jedenfalls erstmal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.